15 Ebenen und jetzt ist endlich vorbei der Dungeon. Perfekt, was Delka kannst. Wir sind ziemlich weit nach oben gestiegen. Boah, sieh mal, Kilian. Was du Alter. Es ist wahr. Die Zukunft ist wirklich eine Welt der Dunkelheit. Diese Lichtergruppe, sie sind schön, aber kommen die Lichter nicht aus dem Gefangenenraum? Hey Kilian, der große Zwölfens hat uns mehr als einmal gerettet und er hat uns viel beigebracht. Darum habe ich Zwölfens wirklich respektiert. Aber hat Zwölfens uns getäuscht? Selbst nach all dem, ich kann es immer noch nicht glauben. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Ich bin ganz durcheinander. Fliegi. Was sollen wir jetzt tun? Wie weit müssen wir noch laufen? Wie kommen wir wieder in unsere eigene Welt? Die anderen unserer Gilde, wie es ihnen wohl geht? Ob sie sich Sorgen um uns machen? Knuddeluff, Plaudergei, Bilica und alle anderen, ob es ihnen gut geht? Ich vermisse die Gilde. Ich will alle wiedersehen. Fliege ist ziemlich fertig. Es ist nur natürlich. Was bisher passiert ist, ist wirklich schwer zu begreifen. Ich habe auch Angst. Aber ich darf jetzt nicht aufgeben. Wenn wir aufgeben, werden uns die Zubires fangen. Ich muss Fliege irgendwie aufheitern. Aber aufheiternde Worte wären jetzt kein richtiger Trost. Wenn ich nur etwas sagen könnte, etwas, was wirklich Hoffnung gibt. Wenn es nur einen Hoffnungsschimmer gäbe, könnten wir uns daran festhalten. Egal was. Mir muss etwas einfallen. Was ist denn, Kian? Was? In unsere Welt zurückkehren? Wie sollen wir zurückkehren? Ich meine, es wäre toll, in unsere Welt zurückzukehren. Aber wie? Was? Wir müssen erst Reptane finden. Und wenn wir Reptane finden, was dann? Ja, das kommt ziemlich aufs selbe. Ihn etwas fragen? Oh, verstehe. Reptans ist schon mal von dieser Welt in unsere gekommen. Also müsste Reptan wissen, wie man in unsere Welt kommt. Aber ist Reptan nicht ein bösartiges Pokémon? Ist er nicht in unsere Welt gekommen, um die Zahnräder der Zeit zu stehlen? Wie soll ich mir irgendwas glauben? Was ist mit dir, Kindern? Vertraust du Reptan? Ja. Tja, ich kann ihm nicht vertrauen. Ein Pokémon wie ihm niemals. Ich kann ihm auf keinen Fall vertrauen. Es geht einfach nicht, aber ich verstehe dich. Ich weiß nicht warum, aber Zwillfinst will uns loswerden. Das einzige Pokémon, das wir sonst in dieser Zukunft kennen, das ist Reptane. Wir haben keine Wahl. Reptane ist unsere einzige Hoffnung. Na dann. Okay. Okay, Kilian. Spüren wir Reptane auf. Lass uns Reptane fragen, wie wir in unsere Welt zurückkehren können. Fliegi. Gehen wir. Folgen wir Reptane. Kilian, danke. Du wolltest mich aufmuntern, weil ich so niedergeschlagen war. Dabei müsstest du genauso große Angst haben. Es tut mir leid. Obwohl mein allerbester Freund bei mir ist. Trotzdem habe ich mir ganz allein Sorgen gemacht. Und fast hätte ich allein aufgegeben. Dabei bin ich in Wirklichkeit gar nicht allein. Ich werde nicht mehr aufgeben. Ich kann stark sein, weil du an meiner Seite bist. Jetzt ist alles in Ordnung. Also machen wir weiter. Kehren wir in unsere Welt zurück. Und zwar gemeinsam. Seit Reptane gegangen ist, war der Weg schnurgerade und ohne Abzweigungen. Also müsste Reptane auf demselben Weg vor uns sein. Gehen wir. Lass uns Reptane einholen. Jep, machen wir doch. Aber erstmal ganz, ganz gechillt das Lager wieder überprüfen. So viele Sachen. Du kannst Skierschutz dabei bringen, so perfekt. Ja.
Gigastoß. Der Hyperstrahl ist in Super Mystery Dungeon vielleicht gut, aber mein Lager ist schon wieder voll. Aber das kann man später erhöhen, ne? Ja, mit einem erhöhten Rang, aber man kommt relativ selten auf über Goldrang, bevor man irgendwie wieder in den nächsten Storypart geschmissen wird. Moment, ich muss mal ein paar von den Samen einfach loswerden. Oh nee! Dann mit die da. Da haut mir ganzes Scheiß einfach ins Lager. Moment, ne? So, jetzt wollte ich das Ding noch weg. Aber den können wir mitnehmen. Dann habe ich noch irgendwo ein paar Belebersamen oder habe ich die jetzt endgültig alle verbraucht? Samen können ich retten. Ja, ich weiß, die Dinger füllen Magen um 5 auf. Ja. Die können ich retten. Ich weiß. Jetzt brauche ich. Was gerade einfällt, ist, glaube ich, es gibt sogar noch ein. Wie nennt sich das? Level Plus, wenn du im Dojo alles gemacht hast, glaube ich sogar. Das kann gut sein. Ich habe das Dojo komplett gemacht. Am Anfang der Story, ich habe am Anfang der Story wirklich alles gemacht. Im Dojo, soweit wie es geht. War nicht einfach, aber. Ja. Dojo halt, ne? Ja, im Dojo kann man super trainieren, also ich meine, gerade am Anfang hat man da so richtig gute Möglichkeiten, vor allem, weil man sich die Ebene mehr oder weniger noch aussuchen kann, wo die Gegner gerade stark genug sind, dass sie richtig viel EP geben und dich trotzdem noch nicht kaputt hauen, wenn es geht. Ja. Also ich habe da wirklich da alles gemacht und kriegt dann was, auch wenn man irgendwas kriegt, vielleicht kann man kurz nachschauen, was man da kriegt. Ich wusste doch, das ist eine Sackgasse. Wieso gehe ich da überhaupt rein? Oh. Ich sehe eine Doppelschwäche und ich nutze sie. Wenn einem schon mal ein Voluminas entgegenkommt, dann kann ich nicht anders als mit dem Durchbruch draufhauen. Ich mal ein paar von den Samen loswerden. Bevor die mir noch weiter das Inventar zumüllen. Meinst du, wenn man die Hauptgeschichte abgeschlossen hat, kommt ein Abschlusstraining? Oder kriegen es auch VMs? Also hier steht es auch, wenn man alle Trainingsräume abgeschlossen hat, bekommt man ein Geschenk. Das war, was war Ginseng? KP Plus oder so, ne? Nee, das erhöht die Stärke von einer Attacke. Einfach Ginseng kriegst du, wenn du alle Trainingsräume Abschluss hast, und beim Abschlusstraining kriegst du ein Braunband. Okay. Kriegst angeschissen halt, ne? Ich sag mal, bringt das Braunband, erhöht Angriff, Spezialangriff, Verteidigung, Spezialverteidigung. Ich glaube, ich habe hier wieder eine der Mystery Dungeon spezifischen TMs gefunden, oder? Ja. Eine TM, die es nur in Mystery Dungeon gibt. Beziehungsweise es ist sogar eine Attacke, die es nur in Mystery Dungeon gibt. Der Vakuumhieb. Oh lol, ich sehe jetzt wirklich gerade. Dann haben wir da Aura was zu tun. Das sind halt diese Aura-Bänder. Wo sich ja dann Angriff und so erhöht. Braunband, Gelbband. Gut, davon habe ich noch das Blaue. Ja, du kannst noch das Braunband kriegen. Weil Angriff ist halt dann das ja, Teil. Die Werte werden um ziemlich genau 1 erhöht. Ist doch in Ordnung. Ja, 1. Das kann retten. Das kann retten. In Competitive-Bereich kann das retten.
Naja. Pokémon Mystery Dungeon und Competitive. Wie ich es liebe, wenn ich noch paralysiert werden kann hier. Das haben sie ja leider erst in Gen 6 gemacht, dass Elektro-Pokémon nicht mehr paralysiert werden können. Ach komm, das wäre echt genial, ne? Wenn, Competitive-Pokémon so ein bisschen wie Dungeon, ne? Competitive-Spielen, ne? Die andere so, man so vorstellen, ne? Ja, dann kommen... solche Kämpfe sind immer relativ relativ schnell vorbei. Der, den ersten Zug machen darf, gewinnt. Ich wäre so dafür, es gibt dafür extra Dungeons. Wenn ihr Dungeons zum Beispiel wettrennt, zum Beispiel wenn ihr Dungeons zuerst abschließt, ne? Kriegt halt vorgefertigte Pokémon für den Abschluss des Dungeons, ne? Die dann zufällig sind, während zuerst den Dungeon macht und dann einmal zum Beispiel ein Kampf einfach. Und wenn man will, sich zwar den Pokémon aus der Stehende aussucht oder eigene nehmen will. Das ist auch genial, oder? Also, nachdem wir hier einen Zwischenraum haben, haben wir hier wieder einen Boss. Ja, das kann ich. Ja, ich glaube, das müsste Krippok sein hier. Ist auch so. Ja. Krippok kommt, danach kommt. Du darfst dir da was lesen. Oh, ist ja. Ich bin schon ziemlich weit. Jetzt bin ich weiter. Ja, Krippok. Das Ding ist einfach stark, fand ich. Also ja, wenn ich hier durchkomme, dann müsste ich im Wald sein. Mit Tobias kommen. Ich darf keine Zeit verlieren. Da fällt mir ein, wie es wohl den anderen beiden geht. Ob sie Tobias entwischt sind? Wie auch immer, dafür ist jetzt keine Zeit. Ich muss mich auf meine eigene Mission konzentrieren, egal was kommt. Ich habe geschworen, sie zu Ende zu führen, selbst wenn ich dazu Opfer bringen muss. Zeit zu gehen. Ist so lustig. Du da, stopp! Hm? Wer ist da? Du dringst ohne Vorwarnung hier ein? Dann störst du unseren Schlaf. Dann willst du ohne ein Wort der Entschuldigung gehen? Wer ist da? Wer seid ihr? Du wagst es, uns zu erzürnen? Für diese Beleidigung wirst du zahlen! Wo seid ihr? Hört auf, euch zu verstecken und zeigt euch. Du behauptest, wir verstecken uns? Wir verstecken uns nicht. Wir sind hier. Also wer sieht so, wer achtet auf so einen kleinen Stein, ne? Wir sind Krippok. Es gibt keine Gnade für jene, die uns missachten. Ja. Was ist Krippok überhaupt, überlege ich gerade. Ist der ein... Ich habe mir jetzt extra Mühe mit der Stimme hier gegeben. Ist dir das aufgefallen? Warum redet die ganze Zeit mit mir über dich die ganze Zeit? Ich so, darüber war ich eher fasziniert immer. Ich denke so, er ist ja nur ein Pokémon. Warum es ist. Das liegt daran, wie. Was er für ein Pokémon ist. Beziehungsweise aus was er besteht. Ach so, ja. Nämlich 108 Geister. Da habe ich ja den Pokémon-Eintrag gemacht. 108 ist eine magische Zahl für Krippok. Weil er ist die Nummer 108 im Sinnodex, er wiegt 108 Kilo, hat 108 in beiden beiden Verteidigungsbasiswerten und er besteht aus 108 Geistern. Ja, gut. Aber ich gesagt. Und deswegen habe ich mir auch extra mehrere Stimmen für ihn, habe ich ihm noch extra mehrere Stimmen mitten im Satz auch gegeben, damit man das so ein bisschen raushört. Früher, als ich das Spiel gespielt habe, das war vor wie vielen Jahren kam es raus? Du, ich hatte es eine Woche vor Release, habe ich das Game auf jeden Fall, das weiß ich. Okay. Und da dachte ich so, warum redet er mit mir? Okay, ich jetzt auch in der Zeit im Dunkelheit schon gewusst, ne? Aber trotzdem, ich denke immer wieder, wenn ich das sehe, warum redet er mit mir? Weil ich halt da noch nicht so über weite Punkte-Einträge oder so nachgedacht habe.
Also Mystery Dungeon nimmt die Pokédex-Einträge noch am ehesten ernst. Warum bringst du Vakuum nicht Fliege bei? Weil ich sowieso früher oder später noch eine Raumattacke kriege, also ist mir das auch relativ egal. Was lasse ich uns da? Moment, ich kann ja eigentlich eine Slime-Kost hier lassen, oder? Weißt du, was meinst du, wer Pikachu Power hat? Hoffentlich passiert nichts zu Schlimmes, okay, das passt. Das wäre extrem witzig, wenn. Wie kannst du Power Punch, kannst du? Kannst doch. Also ja. Die TM habe ich auch schon mal gefunden und habe ich mir auch mal beigebracht. Level 33. Aber hast du jetzt gerade nicht drauf, ne? Ich hab's nicht drauf, weil ich die TM hier noch nicht gefunden habe und außerdem. Was ist die TM? Echt? Habe ich einen Power Punch? Power Punch? Ja, hast du Beute. Hast du mehr Beute drin? Ja, stimmt, ich hab sie hier, ja, okay, aber ich mag sie hier nicht so. Sie war eine nette Übergangsattacke für eine Zeit lang mal, aber ich bevorzuge den Durchbruch hier in diesem Spiel. Oh, das ist ein Star-Orb. Du siehst auch, der Gegner ein Feld vor dir, du hast Power-Punch, er kommt zu dir, bam. Ja, so habe ich das auch immer gemacht, aber gerade in Bosskämpfen bevorzuge ich es, jede Runde draufhauen zu können und mit dem Donnerschock mache ich so oder so richtig gut Damage. Aber der Boss muss auch einfach zu der Rang hinkommen, ne? Ja, wenn er. Das ist, glaube ich, auch ein Feld und ein, zwei Felder. Und dann noch Power Punch und dann noch Klatsch. So. Wo ist das Spezialband? Da ist es. Mir fehlt halt hier einfach noch ein Beutel. Beutel? Ein Beutel fehlt mir noch, ich habe erst 5. Wie meinst du Beutel? Ja, ich habe im Beutel momentan 40 Plätze und das wären noch 48 später mal. Hey, da ist Reptane. Ihr beide. Reptane, alles in Ordnung? Kommt nicht näher. Was? Warum? Vorsicht. Ein Feind laut hier in der Nähe. Was? Wo? Er ist direkt neben dir. Neben mir? Er kann nicht. Hallo! Ah! Hehehehe. Für jene, die diesen Boden unerlaubt betreten. Für jene wird es keine Vergebung geben. Niemals. Am allerwenigsten für euch. Wer ist das? Wer bist du? Du fragst uns? Unser Name ist Krypok. Wir sind eine Manifestation von verschmolzenen Geistern. Von 108 Geistern. Seid vorsichtig, ihr zwei. Dieses Pokémon hat große Kraft. Macht euch bereit für eure Strafe. Das wird sogar erwähnt. Ich glaube, ich habe den Text immer übersprungen, so ganz leicht. So, okay. Was haben wir denn hier? Bringt gegen den sowieso nicht allzu viel. Und der kann Unheil böen. Ja. Wie ich es liebe, dass der instant einen Boost kriegt. Und gleich nochmal draufhauen darf. Warte mal. Das lässt du mal lieber bleiben. Einmal hier. Für sowas bin ich immer ausgerüstet hier. Also. Och, schade. So, das ist sein Tempo weg. Och, schade. Ich würde sagen, wir hauen hier gleich direkt drauf. Wie lange ist es überhaupt versteinert? So lange, bis ich wieder drauf haue. Was? Oh,
oder hätte der Powerpunk nutzt den Kühlern? Ja, gegen Krippuk macht er leider nicht so viel Schaden. Ist ja, es ist also den Tritt ja neutral, oder? Weil er undicht ist. Ja, aber auch ein Geisttyp, und der macht da schon einiges mit dabei aus. Was passiert hier? Einfach habe ich gar nicht in Erinnerung. Naja, man muss bloß wissen, wie man solche Bosskämpfe auch angeht. Das ist alles. Was soll das denn jetzt heißen, dass ich es nicht weiß? Was war das? Was hatte das alles zu bedeuten? Die sind vom Stack gelaufen. Reptane. Lebersam. Ist alles okay? Ja, es geht schon. Kannst du aufstehen? Irgendwie. Okay. Dieses Pokémon, es war unheimlich gerissen. Es hüpfte in meine Nase und riss die Kontrolle über meinen Körper an sich. Also war es ein bösartiges Pokémon? Nein, das ist nicht wahr. Dieses Krippuk war wahrscheinlich nur wütend, weil wir in dein Revier eingedrungen sind. Es war erschreckend, weil es vor Wut die Selbstbeherrschung verloren hat. Aber ihr habt gesehen, was passiert ist, als seine Lage kritisch wurde. Es ist geflohen. Normalerweise ist es eine. Ist es ein scheues Pokémon. Das heißt, es hat erhöhte Init. Ja. Es gibt in eurer Zukunft viele solche Pokémon. Es gibt viele Pokémon, die normalerweise gut wären. Während der Ewigkeit in dieser Welt sind sie jedoch verbittert und verrückt geworden. Ich verstehe, dass diese Welt gute Pokémon verdirbt. Das macht mich traurig. Hey, ihr zwei. Vertraut ihr mir jetzt endlich? Ein bisschen? Zugegeben, ich vertraue dir nicht wirklich, aber... Ich habe es euch schon einmal gesagt. Es hat keinen Sinn, zusammen zu sein, wenn es zwischen uns kein Vertrauen gibt. Ich gehe. So langsam... Oh, warte! Ich habe nicht gesagt, dass ich dir glaube. Um ehrlich zu sein, wir wissen nicht mehr, was richtig ist. Darum wollen wir so viel wie möglich erfahren und... Ich vertraue dir wirklich noch immer nicht ganz, Reptane, aber was du gesagt hast, ergibt irgendwie Sinn. Es erscheint mir logisch. Bitte, Reptane, sag uns, was du weißt. Erzähl uns von der Zukunft. Und warum du in unsere Welt gekommen bist, Reptane. Und wenn alles, was ich sage, ein Haufen Lügen ist? Schon in Ordnung. Ich werde nicht alles, was du sagst, sofort für bare Münze nehmen. Ich werde dir zuhören und dann entscheiden. Nun... Okay, kommt mit. Oh, ich dachte, ich muss das ganze Scheiße lesen gleich so. Jo, ist Wofo, blub, ne? Nee,